Sie sind neugierig, gutgläubig und in ihrer Entwicklung noch formbar. Im Dritten Reich nutzen die Nationalsozialisten die Naivität der Kinder schamlos aus. Nun höre ich aber von den Lehrern, dass eben der Führer das Beste für Deutschland will. Der Nachwuchs wird manipuliert. Menschliche Werte zählen nicht mehr. Und plötzlich wird aufgefordert zu Hass, zu Separation. Nichts ist mehr, wie es war. Sich zu verabschieden von jemandem, wo man wusste, der kommt nächsten oder übernächsten Tag weg, möchte ich nicht nochmal erleben. Das Grauen ist unvorstellbar. Diese Erfahrungen, die die Kinder gemacht haben in diesen Lagern, sind nicht bewältigbar. Kinder inmitten von fallenden Bomben. Im Zweiten Weltkrieg wird der Albtraum zum Alltag. Es kracht und blitzt und alle Augenblicke fielen Bomben. Die Erwachsenen hielten sich an uns fest und wir an den Erwachsenen, weil die Angst war natürlich riesengroß. Eine Kindheit im Chaos. Sie wissen nur, in diesem kleinen Segment müssen sie funktionieren. Und sie haben funktioniert wie die Uhrwerke. Benutzt für Hitlers wahnsinnige Pläne. Die Nazis schicken Halbwüchsige in den Krieg. Günther, da hinten ist einer, hol ihn mal weg. Was diese Kinder an der Front sehen, werden sie nie vergessen. Wo wir eigentlich mit einem gesunden Menschenverstand sagen, wie kann es sein? Das vermeintliche Heldentum weicht blutiger Realität. Ich hatte so eine lähmende Todesangst, dass ich mir das jetzt abdrücke. Das Erlebte verfolgt nicht nur die Soldaten, auch nach dem Krieg. Und dann gab es Prügeln. Das war also ganz fürchterlich. Der Zusammenbruch wird zum Trauma. Viele Soldaten werden das Grauen nie mehr los. Was hast du mit dem Kind gemacht? Mein Gott, was ist bloß mit dir passiert da draußen? Für einen Menschen mit einer Traumafolgestörung ist das Trauma nie vorbei. Das verbrecherische NS-Regime hat sie ausgenutzt und verraten. Was bleibt, ist der Schmerz. Natürlich fällt es vielen unendlich schwer zu begreifen, dass das eine Illusion war, zu begreifen, dass sie belogen worden sind. Dieses ewige Kind, was da laut geschrien hat, das durfte nicht gehört werden. Da war kein Platz für. Für den grausamen Krieg der Großen opfern die Kleinsten das Wertvollste, das sie haben. Als ich dann meinen Widerwillen überwunden habe, die erste Leiche umgedreht, da kann man ja schon nicht mehr als Kindheit bezeichnen. Im Krieg war man kein Kind mehr. Hamburg im Juni 1945. Der Zweite Weltkrieg ist zu Ende und Deutschland liegt in Trümmern. Langsam lernen die Menschen wieder, sich ein Leben aufzubauen. 20 Jahre zuvor ahnte die Welt noch nicht, was ihr bevorstand. Ende der 20er Jahre tobt in der Weimarer Republik der Kampf um die Macht. Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise bringen vor allem den Arbeiterparteien SPD und KPD Wählerstimmen. Der kleine Günther Lux hat zunächst keine Ahnung von der politischen Überzeugung seiner Eltern. Allerdings bin ich so weit beeinflusst worden, dass diese kommunistischen Ideale für mich auch maßgebend waren, als Kleinkind schon. Denn meine Eltern haben führenden Kommunisten in Hamburg verkehrt. Und da kriegt man dann doch so einiges mit. Günther Lux wird 1928 in Hamburg geboren. Und seine Erziehung steht ganz im Sinne der kommunistischen Wertevorstellungen. Er wird gemeinsam mit seinem älteren Bruder im Roten Osten Hamburgs groß. Elisabeth Lux ist immer aktiv mit dabei. Günther und Hermanns Mutter ist im Hamburger Osten als Rotes Lieschen bekannt. Sie steht überzeugt zum Kommunismus und glaubt fest an die sozialistischen Werte. Wenn die KPD zu Versammlungen aufruft, dann ist Familie Lux zur Stelle. Die Kinder kennen es nicht anders. Sie sind mit dabei und machen nach, was die Erwachsenen ihnen vorleben. Am 30. Januar 1933 ändert sich alles. Den Kommunisten steht nach der Machtergreifung der Nazis der bisher unterschätzte und nun gefährlichste Feind gegenüber. Für Familie Lux ist die Machtübernahme eine Katastrophe. Die KPD wird verboten
Und Hermann und Elisabeth müssen aufpassen, was sie wo zu wem sagen. Doch zumindest den Widerstand im Kleinen lässt sich das rote Lieschen nicht nehmen. Wenn sie in ein Geschäft ging, wo die Plakate aussehen, kommst du als Deutscher hier rein, dann musst du ein Großheil Hitler sein. Dann hat die gesagt, Heil Hitler. Und so ein bisschen, der Krämer, der hat schon immer gelächelt, wenn sie kommen, hat auf das Schild gewiesen und hat sie wieder Heil Hitler gesagt. Ne? Man muss aber vorsichtig sein, ne? Denn es gab tatsächlich viele, die haben dann auch die Leute angezeigt und dann wurde man abgeholt, in Anführungsstrichen, hieß es dann. Ne? Politische Verhaftungen gehören nun zur Tagesordnung. Aber was bedeutet es, wenn man abgeholt wird? Für ein fünfjähriges Kind ist das schwer zu verstehen. Ich habe mal gefragt und der Blockwart gesagt, der war dann bei uns zu Hause. Wo werden die denn hingeholt, wenn sie hier abgeholt werden? Und da hat er gesagt, die kommen dann meistens ins KZ. Und da habe ich gesagt, was ist ein KZ? Ich will das ja wissen. Und sagte, das ist eine Anstalt, in denen unzuverlässige, arbeitsscheue Menschen zusammengezogen werden und werden dort zu einer nutzbringenden Arbeit angeleitet. Und wenn sie dann so einsichtig sind und auch wieder arbeiten wollen, dann werden sie wieder entlassen. Das ist weiter nichts Böses. Naja, das habe ich dann auch geglaubt. Ne? Woher sollte man das anders wissen? Die Nazis werben mit ihren Parolen weitere Mitglieder für die NSDAP an. Auch bei so manchem Genossen haben sie Erfolg. Ich weiß nur, dass ein Genosse meines Vaters, der Knut, ein ganz bekannter aus St. Georg, der kam plötzlich mit der SA-Uniform. Und da hat er gesagt, der Hermann, komm doch auch zu uns. Sieh mal, guck mal hier, wir haben Uniform gekriegt, alles umsonst. Stiefel auch, guck mal, ganz blanke Langschäfte. Und Sozialismus wollen wir doch auch. Und bloß eben nur für Deutsche. Und da hat mein Vater ausweichend geantwortet, naja, ich überlege mir das mal. Und dann, er hatte Angst davor, dass er ihn anzeigt. Er hat gesagt, lass mir ein bisschen Zeit, ich überlege mir das mal. Hat ihn so ein bisschen abgewimmelt. Wir Kinder mochten den ganz gern, den Knut, denn der war auch so spendabel. Wenn der mal kam und er hatte was, hat er uns auch Bonbons gegeben. Und dann habe ich seine, als er im Treppenhaus war, weggehen wollte, gesagt zu ihm, Onkel Knut, deine Uniform ist wunderbar. Ich möchte auch so eine Uniform haben. Aber am schönsten wäre es, wenn du jetzt einen Sowjetstern an der Mütze noch hättest dazu. Ne? Und hat er gelacht. Hat gesagt, hey, das wird ja der wohl nächste. Naja, wie gesagt, als Kind hat man andere Vorstellungen. Genau diese kindlichen Vorstellungen von der Welt und ihren Werten nutzen die Nazis aus. Das naive Kind ist der künftige Wähler. Und nicht nur das. Beim Reichsparteitag der NSDAP im September 1934 wird bereits deutlich, welchen Weg Hitler seiner Jugend weist. Nach Ihrem Befehl, mein Führer, steht hier eine Jugend, die keine Klasse und keine Kaste kennt. Darum wollen auch wir treu sein. Adolf Hitler, der Führer der deutschen Jugend, hat das Wort. Meine deutsche Jugend, wir wollen, dass dieses Volk einst nicht verweichlicht wird, sondern dass es hart sein kann. Und ihr müsst euch in der Jugend dafür stehlen. Ihr müsst lernen, Entbehrungen auf euch zu nehmen, ohne jemals zusammenzubrechen. Und wenn von uns nichts mehr übrig sein wird, dann werdet ihr die Fahne, die wir einst aus dem Nichts hochgezogen haben, in euren Fäusten halten müssen. Wer die Jugend auf seiner Seite hat,
hat die Zukunft in der Tasche. Der nationalsozialistische Staat braucht natürlich Nachwuchs, braucht auch Nachwuchs in Form von Soldaten. Und da ist es natürlich logisch, dass man sowohl versucht, die Erwachsenen in dieser Zeit, die ja letztendlich die Wähler erstmal waren, so muss man es ja sagen, für sich zu gewinnen, aber gleichzeitig ist es natürlich von enormer Wichtigkeit, die nachfolgende Generation, die man von vornherein in diesem Geiste erziehen kann, für sich zu gewinnen. Und insofern ist es konsequent, die Jugend anzusprechen und auf seine Seite zu ziehen. Hilke Lorenz, Journalistin und Autorin in Stuttgart, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Kindheit im Krieg. Die Propaganda der Nationalsozialisten hat ganz clever, muss man eigentlich sagen, dort angesetzt, wo Kinder abholbar sind, nämlich in ihren Erlebniswelten. Kinder gehen in normalen Zeiten zu den Pfadfindern. Der nationalsozialistische Staat hat ihnen ein Angebot gemacht, die Hitlerjugend, die in weiten Teilen diese Erlebnisräume der Pfadfinder aufgegriffen hat, aber rückblickend, und ich glaube auch schon damals muss man sagen, es war ein Baustein im großen Werk, Kinder und Jugendliche auf den nationalsozialistischen Staat einzuschwören. Vor uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. Gleichschaltung, Gehorsam, Uniformen. Junge Köpfe werden von den Nazis manipuliert. Mit Erfolg. Es gibt oft die Geschichten von Kindern, die aus einem kommunistischen oder aus einem sozialdemokratischen Elternhaus kamen, die aber eben genauso auf diese Uniform abgefahren sind, muss man ja fast sagen, wie Kinder, die diese Prägung von ihrem Elternhaus hatten, was natürlich auch zu innerfamiliären Konflikten geführt hat, was dem nationalsozialistischen Staat sicher nicht ungelegen kam, Kinder von ihren Eltern auch durch sowas abzuspalten. Dazugehören, das ist sehr wichtig in der Phase des Erwachsenwerdens. Auch Günter Lux möchte nicht ausgeschlossen werden und die meisten seiner Schulkameraden sind bereits Mitglieder im Jungvolk. Erstmal hat mich die Uniform fasziniert, als Junge. Meine Klassenkameraden, die dann schon im Jungvolk waren, die marschierten in Reihe und Glied. Und da habe ich gesagt, ich habe sowieso keine Uniform, ich kann auch nicht mit, da haben die gesagt, ja, so. Wir haben einige, die haben noch gar keine Uniform, die gehen dann in der Mitte mit. Vorne und hinten waren die, links und rechts waren dann die Uniformierten und in der Mitte die keine Uniform hatten. Das geht auch, ne? Aber du musst eben, wie gesagt, Mitglied werden. Und mein Vater hat das strikt abgelehnt. Hermann Lux denkt nicht daran, seinem Kind zu erlauben, sich weiter von den Nationalsozialisten indoktrinieren zu lassen. Der Widerstand im Land ist jedoch gering. Der von den Nazis verordnete Antisemitismus ist bald überall in Deutschland sichtbar. Hitler erklärt die Juden zum Sündenbock für die angespannte Wirtschaftslage. Und sein Plan geht auf. Hermann Jax ist Jude. Seine Frau Elli ist Christin. Ihre Tochter Ruth genießt unbeschwerte Kindheitstage, bis sich plötzlich alles ändert. Meine Eltern sind viel mit mir mit dem Paddelboot und Fahrrad unterwegs gewesen. Also in der Natur groß geworden, bis 1932 bei einem Campingurlaub an der Ostsee auf einmal die ersten Nazis auftauchten. Und da ein guter Freund von meinem Vater mit uns immer gecampt haben, oder damals gezeltet haben, wie man früher sagte, da hat mein Vater gesagt, dass er will seinen Freund nicht belasten. Und damit hören wir jetzt auf. Und so fing der Nationalsozialismus bei mir an. Ruth Winkelmann wird im September 1928 im israelischen Krankenhaus in Berlin geboren. Der jüdische Glaube spielt in ihrer Kindheit eine untergeordnete Rolle. Doch seitdem die Nazis in Deutschland an der Macht sind, ist Hermann und Elli Jax klar, dass der Alltag sich für die Familie völlig verändern wird. Als sie 6 Jahre alt ist, kommt die kleine Ruth Jax in die erste Klasse. Ihr Vater hat die Gefahren früh erkannt und Vorkehrungen getroffen, um seine Tochter zu schützen. Also mein Vater hat mir schon erklärt, als ich zur Schule
kam in 1934, dass es für mich richtiger ist, da ich Halbjüdin ja bin, dass ich in eine jüdische Schule gehe. Denn er wollte nicht, dass ich gehänselt oder drangsaliert werde in der anderen Schule. Also das wusste ich. Zu jeder Gelegenheit wird gegen Juden gehetzt. Sie werden ausgegrenzt, beschimpft, geächtet. Und der Großteil der Deutschen lässt sich vom Rassenwahn der Nazis mitreißen. Warum? Für einen Erwachsenen mag es schwer zu verstehen sein. Für ein Kind ist es unbegreiflich. Die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger von damals betrachtet, die waren in der Mitte der Gesellschaft. Das heißt, Franz hat einen Freund und den kennt er seit der Sandkiste. Und jetzt ist er 10 und man überlegt gemeinsam, die Schule zu wechseln, auf die Oberschule zu gehen oder auf die Realschule. Und plötzlich darf Franz nicht mehr mein Freund sein. Und auch die Leute, die Kinder begleiten, müssen wir differenziert betrachten. Es ist nicht nur der Führer, der propagiert, sondern auch die Eltern, die den Umgang damit pflegen. Also wie stark sind diese Eltern, wie stark können sie sein, wie stark können sie sich leisten zu sein, wie viel doppelten Boden braucht die Familie, um überhaupt überleben zu können. Im Angesicht der Bedrohungslage, im Angesicht der Tatsache, wenn wir jetzt was Falsches sagen, landen wir im Arbeitslager, im KZ und uns droht vielleicht als Familie der Tod. Auf den Straßen regiert der Hass. Auch vor den Kindern machen Hitlers Schergen nicht Halt. Sie werden systematisch ausgegrenzt. Und sie stellen Fragen. Eltern schulden ihnen Erklärungen. Doch wie sollen sie die finden, wenn sie selbst nicht verstehen, was vor sich geht? Meine Mutter ging zum Beispiel jeden Monat einmal mit mir einen Stadtbummel gemacht. Und bei diesem Stadtbummel waren wir immer in der Friedrichstraße-Ecke unter Linden in einem Restaurant essen. Und in diesem Restaurant wurden wir immer sehr herzlich begrüßt, weil ich so ein bisschen Vorkind war, das besonders gute Tischmanieren hatte. Und da haben die Kellner immer ganz besondere Freude dran gehabt. Da stand auf einmal ein Schild dran, Juden unerwünscht. Und dann mit dem Moment war die Sache für mich erledigt oder für uns erledigt. Sind wir natürlich nicht mehr hingegangen. Und das habe ich eigentlich also sehr, sehr vermisst, muss ich sagen. Wenn es auch nur einmal im Monat war, aber das war so ein Höhepunkt für uns. Es ist der 10. November 1938. Die Nazis zerstören seit Stunden jüdische Geschäfte, stecken Synagogen in Brand, terrorisieren wahllos Unschuldige. Ich bin ja in der Augestraße in Berlin-Mitte zur Schule gegangen. Und mein Großvater und mein Vater haben mich ja mit dem Auto mitgenommen morgens. Und an dem Tag, an dem Morgen nach der Kristallnacht, waren auf einmal die ersten Glasscheiben auf den Straßen. Und die Schaufenster eingeschmissen. Und dann stand teilweise dran, du Judenschwein oder der Davidstern und durchgestrichen. Und umso weiter wir in die Stadt reinfuhren, wurde es immer schlimmer, immer arger. Und in der Gartenstraße, da haben wir gesehen, wie ein orthodoxer Jude da verprügelt wurde von SA oder SS, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Und natürlich 3 auf einmal. Und das fand ich so furchtbar. Ich habe da gezittert zwischen meinem Vater und meinem Großvater. Aber das war eine sehr bewegende Sache. Die kleine Ruth geht an diesem Tag trotzdem in die Schule. Das Ausmaß der Pogrome ist vielen an diesem 10. November noch nicht bewusst. Und dann kam ich zur Schule. Und vor der Schule ging es eigentlich alles ziemlich ordentlich. Also um 7:45. Und ich bin reingegangen zur Schule und dann wurden wir schon gleich in die Aula geleitet. Und kurz danach war die Schule blockiert. Also wurde Gerümpel vor den Eingang gelegt und wir kamen weder rein noch raus. Das war schon sehr beeindruckend. Dann waren randalierende Horden, die dann in der Oberstraße rauf und ab gegangen sind und an die Türen geklopft haben, an die Fenster geklopft haben. Ja, das war sehr unangenehm. Die Kinder in der Schule an der Auguststraße haben Angst. Die Ausgänge sind versperrt.
Die Lehrer beratschlagen, wie sie die Mädchen vor den Schlägertrupps in Sicherheit bringen können. Nach vielen Überlegen kamen die Lehrer und auch der Schulleiter zu dem Entschluss, dass wir über die Dachböden rausgeleitet werden und immer nur zwei Mädchen wurden rausgeleitet, denn nach einer gewissen Zeit kamen die nächsten dran. Und dann mussten wir in der Tucholsky-Straße kamen wir dann raus, weil wir über die Dachböden dann runtergeleitet wurden. Naja, und das war schon sehr bedrückend. Und man hat nicht vorgestellt, dass das schlimmer wird. Man hat immer gedacht, das wird sich schon beruhigen. Doch der Schock sitzt tief. Günter Lux versucht weiterhin, seinen Vater von einer Mitgliedschaft im Jungvolk zu überzeugen. Die Eltern sind inzwischen getrennt. Günther und sein Bruder leben beim Vater und seiner neuen Frau Lissy. Hermann Lux bleibt standhaft. Mein Vater hat gesagt, in die Hitlerjugend, in Jungvolk, da kommst du nicht. Da kommen andere Zeiten noch wieder und dann gehst du in den roten Jungsturm, so hieß das. Ne? Naja, da war ich dann auch mit einverstanden, aber ich als auf der anderen Seite wollte ich auch in die Hitlerjugend, weil meine Freunde da drin waren. Bei mir war das ein Taumel zwischen den Ideologien. Was meine Mutter gesagt hat, kann nicht falsch sein. Und nun höre ich aber von den Lehrern, dass eben der Führer das Beste für Deutschland will. Und man kann sich ja vorstellen, dass man so als junger Mensch überhaupt nicht weiß, wie man sich da verhalten soll. Die Eltern wollen ihren Sohn vor der Manipulation schützen. Doch bald entreißen die Nazis ihnen auch dieses Recht. Zwei Tage bevor der Krieg anfing, war ein Hitlerjugendführer zu meinem Vater gekommen und hat kategorisch erklärt, ich müsse mich jetzt anmelden. Er müsse mich jetzt anmelden. Das ist Pflicht. Und mein Vater kam nicht umhin und hat das dann am 1. September 1939 gemacht. Sie sind dann dahin gegangen. Zu diesem HJ-Heim, da habe ich dann alles bekommen. Und als ich Ausweis und so, als ich dann nach Hause kam, hat Lissy gesagt, kommt rein, eine Führerrede wird übertragen oder wiederholt. Und da habe ich dann mithören können, dass der Hitler da rumgröhlte und so. Und dass das polnische auch Militär, was er da geschossen hat, aber jetzt ab 5.45 Uhr wird zurückgeschossen. Das kennt man ja, diese Phrasen. Das habe ich dann auch gehört. Und für mich war das unwichtig. Ich war im Jungvolk, das war erstmal wichtig. Und Krieg hat das noch nebenbei gegeben, das war auch gut. Und da habe ich gedacht, naja, schade, dass ich noch ganz so klein bin, denn ich würde ja auch gerne Soldat werden. Und nach Polen, mit denen waren wir fertig und so. Hat auch schon diese Ideologie im Kopf. Für Günter Lux erfüllt sich an diesem Tag ein Traum. Endlich gehört er dazu. Besonders für seine Mutter ist es jedoch schwer zu ertragen. Ihr Sohn wendet sich den Nazis zu. Doch die Werte seiner Erziehung hat er noch nicht ganz vergessen. Dann hat sie zum ersten Mal gesagt, als ich nach Hause ging, tschüss, mein kleiner roter Hitlerjunge. Und da habe ich überlegt, was hat die denn bloß damit gemeint? Ne? Und ich wollte ja gerne Jungkommunist werden, aber auf der anderen Seite wollte ich auch wieder in den Jungvolk, weil meine Spielkameraden alle da waren. Also es war so ein Wandern zwischen diesen Ideologien, dass ich manchmal gar nicht schlafen konnte. Ne? Und ich dachte, was ist los? Und wenn wir, als ich da hier im Jungvolk selbst war, selbst da war das doch so, wenn wir dann gesungen haben, unsere Fahne flattert uns voran, dann habe ich gesungen im Stillen, so leise wie Brüder, die rote Fahne. Und ich kannte die Lieder ja auch von da. Ne? Also ein Hin und Her. Die Kinder sind leichte Beute für die Nazis. Die schaffen es sogar, Misstrauen innerhalb der Familien zu säen. Ja, meine Mutter hat gesagt, du musst vorsichtig sein. Sogar Hermann gegenüber meinem Bruder. Er war schon so ein bisschen indoktriniert von der NS-Ideologie. Und da hat sie gesagt, ihm gegenüber, ich weiß nicht, er fällt sich immer so ruhig. Sag mal lieber nicht, was hier jetzt gewesen ist mit den, das sind Genossen. Und da habe ich, die hier manchmal kommen zum Kaffee trinken. Und da habe ich gesagt, wieso haben die denn dieses
Parteiabzeichen am Revers. Da hat sie gesagt, na ja, das müssen wir als Tarnung machen. Und das ist, da musst du nichts drauf geben, das trotzdem. Aber bitte sei ruhig darüber, sprich nie mit jemandem darüber. Und auch nicht mit deinem Vater. Günter Lux ist hin und her gerissen. Nicht nur, dass seine eigene Gesinnung auf dem Prüfstand steht, er muss auch aufpassen, was er innerhalb der eigenen Familie laut ausspricht. Auch die Eltern müssen jedes Wort auf die Goldwaage legen. Die Hoffnung, ihre Kinder von den Nazis fernzuhalten, haben sie aufgegeben. Wir reden ja auch heute von den Peer Groups, den Kindern meist schutzlos ausgeliefert sind und wo Eltern in gewissen Lebensphasen wenig dagegen setzen können. Wenn man sich überlegt, dass die entscheidende Phase für viele gerade auch so die Pubertät war und man dann mit in Ablösung begriffen ist. Und dann wird einem ein Angebot gemacht, was einem auch sagt, du kannst, was du bist, wer, wo so männliche Tugenden gestärkt werden. Würde ich jetzt einfach mal vermuten, dass Eltern auch in damaligen Zeiten und damals noch viel weniger als heute eine Chance hatten, dagegen anzukommen. Diese Loslösung, die eine bewusste Loslösung war, eine instrumentalisierte Loslösung von einem Elternhaus, dieser Loslösung entgegenzuwirken. Wenn auch einige Erwachsene in Deutschland Widerstand leisten, bei den Kindern haben die Nazis fast immer Erfolg. Wenn man sich schon Kinderleben anguckt, dann sind es ja immer engere Zirkel eigentlich, bis zum Säuglingsalter hin, die das soziale Leben eines Kindes umschließen. Und entsprechend würde ich mal behaupten wollen, sind auch diese Kinder, die ganz klein sind, mehr immun gegen so ein Popanz, der sich da aufschwingt und plötzlich Wertevorstellungen verbreitet, die völlig pervers sind. Das heißt, die empfänglichste und die wahrscheinlich bedrohteste Altersgruppe wird die sein der sehr reifen Grundschüler und dann vor allem derer, die hinausziehen und mit ihren bis jetzt schon erarbeiteten Wertvorstellungen plötzlich mit so einer Überwelt konfrontiert sind. Dr. Andreas Krüger ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hamburg. Als Traumatherapeut weiß er, wie wichtig die Festigung menschlicher Werte im Kindesalter ist. Ich denke, wenn ein Kind dann intellektuelle Fähigkeiten entwickelt hat und ein Weltverständnis entwickelt hat, was allgemein menschlichen, humanistischen Vorstellungen entspricht. Und plötzlich wird aufgefordert zu Hass, zu Separation, zu Erniedrigung und Entwertung, verbunden mit so einer, ja, wie wir im Fachjargon sagen, so einer narzisstischen Aufwertung der eigenen Person. Dann, ja, korrumpiert das eigentlich alles, was wertvoll ist an uns Menschen. Egal, wohin man schaut. Ende der 30er Jahre ist die Nazi-Propaganda überall in Deutschland sichtbar. Den hetzerischen Parolen und der Kriegsverherrlichung kann sich kaum jemand entziehen. Jene Eltern, die ihre Kinder bisher noch davor schützen konnten, werden nun mit der brutalen Realität konfrontiert. Ihre Autorität gerät ins Wanken. Was einst selbstverständlich war, es gilt nicht mehr. Ab sofort diktiert der Staat, was richtig zu sein hat. Der Lehrer hat nebenbei dann auch gesagt, und die Juden, die sind dazu da, um uns das Geld wegzunehmen und uns übervorteilen und so, sodass sie uns ein Bild zurechtgezimmert haben, dass wir doch sagten, der Deutsche ist der Mensch mit der nordischen Ausstattung und ist doch wohl das bessere Bild. Und das andere sind alles, nachher kam der Begriff Untermenschen auf. Und ich war auch nah dran, das zu glauben. Wenn nicht da meine Mutter immer noch gewesen wäre, die dann immer noch wieder was anderes gesagt hat. Und hat gesagt, das sind genauso Menschen wie wir alle und glaubt das nicht. Und sie hat immer versucht, gegenzusteuern. Ist auch in gewissem Sinne manchmal so gewesen, dass ich nicht so unbedingt alles geglaubt habe, was der Lehrer und was die HJ-Führer da uns alles erzählt haben. Die Kinder werden zu Ausgrenzung erzogen, zu Hass allen gegenüber, die den vorgegebenen Maßen nicht entsprechen. Nur der sogenannte arische Mensch ist ein guter Mensch. Wer anders ist, wird geächtet.
Die Lehrer an den Schulen, die den Kindern Vorbild sind, diejenigen, die in Kindesaugen immer Recht haben, füttern die Schüler täglich mit Hetzparolen und Propaganda. Nächstenliebe und Mitgefühl sind längst vom Lehrplan gestrichen worden. Alles, was ich jetzt gelernt habe über menschliche Beziehung, über das, was unser Miteinander ausmacht, wird ja über den Haufen geworfen. Es gibt ja, muss man sagen, leider wenige Menschen aus dieser Zeit, Zeitzeugen, die bereit sind, auch wirklich über ihr Innenleben zu berichten. Und da können wir als Therapeuten oder auch ich als Kindertherapeut sehr viel von lernen. Was macht diese Propaganda, diese Außenwelt mit dem Innen? Und ich glaube, das ist für viele Menschen ein ganz, vielleicht die größte Beschädigung ist, dass dieser verinnerlichte Wertekanon, die verinnerlichte Menschlichkeit infrage gestellt wird. Die Nazis manipulieren die Kinder nicht nur, sie benutzen sie auch, um die Erwachsenen zu manipulieren. Machthaber des NS-Regimes zeigen sich in der Öffentlichkeit mit Kindern, lassen sich mit ihnen fotografieren und filmen. Wer nett zu Kindern ist, kann schließlich kein böser Mensch sein. Gedreht werden sie immer aus den Gründen, dass Kinder Harmlosigkeit in eine Situation bringen. Ich wäre mir da gar nicht immer sicher, ob jedes Kind, was da steht, weiß, wem es da zujubelt. Aber es sind eben die Eltern, die ihre Kinder mitbringen, die diesen Kontakt suchen, die auch in diese Atmosphäre dann eintauchen. Und das ist wahrscheinlich der größere Sinn, so diesen Eventcharakter eines Führerbesuchs mit allen Familienmitgliedern. Es gehört zum Leben, es umfasst alles zu dokumentieren. Und ich glaube, das ist auch so das, was diese Bilder bewirken sollen. Er gehört uns allen, wir gehören ihm alle und wir haben jetzt eine gemeinsame Zukunft. Solange es ihren Zwecken dient, schrecken die Nazis vor nichts zurück. Zu Hause in Hamburg sollen Günter Lux und sein Bruder Hermann ein paar Groschen zur Haushaltskasse dazu verdienen. Günter ist zweimal die Woche nach Schulschluss mit dem Fahrrad für eine Apotheke als Bote unterwegs. Eine Tour führt ihn regelmäßig in die Jonsallee, in die Nähe der Universität, zum israelitischen Krankenhaus. Von der Apotheke, die mich als Laufjunge angestellt hat, Medikamente hinbringen müssen. Und die waren dort immer sehr freundlich, die Ärzte und Schwestern und alle. Und haben immer kleine Süßigkeiten gegeben. Und eines Tages dann hatten die alle plötzlich diesen Davidstern am Kittel. Ne? Waren also alles Juden. Das habe ich ja dann gewusst, weil ich dieses Ding da gesehen habe. Und da war ich ganz entsetzt. Da habe ich gedacht, Mensch, der Lehrer hat immer gesagt, das sind Volksfeinde und die Parasiten und so und die wollen uns so Übles. Und diese netten, adretten, sauberen Ärzte und Schwestern, die das können doch keine solche Subjekte sein, habe ich gedacht. Und dann, als ich nachher die Apotheke kam, habe ich da oben Tee abwiegen müssen und habe geweint. Und da kam der Apotheker und sagte, du brauchst nicht mehr dahin zu fahren. Ich kann das verstehen, dass du so erschüttert bist. Ne? Was Günter Lux damals nicht weiß: Die Juden in Deutschland werden nicht nur geächtet und mit der Kennzeichnung des gelben Sterns vom Rest der Gesellschaft abgespalten. Täglich müssen sich jüdische Mitbürger nun in Sammelstellen, wie dieser in Stuttgart, melden. Dort werden sie registriert, ihre Wertgegenstände werden beschlagnahmt und dann sitzen sie in einem Zug der Deutschen Reichsbahn. Sie wissen nicht, wohin die Reise geht. Tatsächlich werden sie in die Arbeits- und Vernichtungslager der Nazis deportiert. Vor der Willkür ist niemand mehr sicher. Ruths Cousin Egon, gerade 17 Jahre alt, verabschiedet sich an einem Herbsttag im Jahr 1941 von seiner Mutter, um pünktlich zur Nachtschicht zu erscheinen. Doch bei der Arbeitsstelle kommt Egon nie an. Und das war sehr beklemmend, muss ich sagen. Vor allen Dingen war der Egon ein Kind, auf dem man sich verlassen konnte, der bestimmt nichts Unrechtes gemacht hat. War so ein rechtschaffender Junge. Egon Jax betritt ein Geschäft, in dem es festgelegte Öffnungszeiten für Juden gibt, 15 Minuten zu früh.
Die Männer in den schwarzen Mänteln warten draußen bereits auf ihn. Egon wird nach Riga verschleppt und von den Nazis ermordet. Aus Verachtung wird Ausgrenzung. Der Ausgrenzung folgt die Deportation. Die Deportation endet in Völkermord. Der Hass gegenüber einer Bevölkerungsgruppe wird zum Hass gegenüber den einzelnen Menschen. Die Frage nach dem Warum quält die Betroffenen und bleibt unbeantwortet. Erstmal fängt der Mensch natürlich an, sich selbst auch zu bezweifeln. Da gibt es auch Psychologie dazu, die man verstehen kann. Der Mensch kann diese Ohnmachtserfahrung eigentlich nicht ertragen. Auf ihn wird mit dem Finger gezeigt. Er kriegt einen Stern, bap, irgendwo hingepappt. Es wird bei den meisten Menschen vermutlich so sein, dass sie, um aus dieser Ohnmachtsfalle, dieser traumatischen Erfahrung herauszukommen, sich selbst die Schuld geben. Scham und Schuldgefühle dafür sorgen, dass man ein Stück weit vielleicht diese Ohnmacht kompensiert. Es liegt wohl an mir, es muss wirklich was dran sein. Dann muss ich zwar die Schuld auf mich nehmen, mich liederlich fühlen und minderwertig, aber es bleibt in letzter Konsequenz das bisschen Hoffnung, wenn ich anders wäre, dann wäre die Welt wieder in Ordnung. Und dieses Grundprinzip, diese Ordnung der Welt, der Mitmenschlichkeit, das braucht der Mensch einfach zum Überleben. Mitmenschlichkeit. Davon ist schon lange nichts mehr übrig. Denn der Befehl lautet, keine Gnade walten zu lassen. Und die Nazis gehorchen. Egal ob Mann, Frau oder Kind, Juden werden verschleppt, zur Arbeit gezwungen, im Konzentrationslager oder im Ghetto ausgehungert, gequält, getötet. Was besonders die Kinder dort erleben müssen, sprengt jede Vorstellungskraft. Da den Verhältnissen ja bewusst auch hergestellt wurden von der Täterschaft, von der Täterseite. Der Mensch soll ja erniedrigt werden. Er soll ja wirklich bis in die letzte Haarspitze hinein die Überzeugung erlangen, er ist ein Untermensch. Dem hält eigentlich kein Individuum stand. Und diese Erfahrungen, die gerade die Kinder gemacht haben in diesen Lagern, sind nicht bewältigbar. Also unsere Psychobiologie ist nicht darauf ausgerichtet, dauerhaft so einen Stress. Es ist letztendlich Stress. Angst erzeugt in letzter Konsequenz Stress. Ja, man möchte ja irgendwas machen, um aus der Angst rauszukommen und sich in Sicherheit zu bringen. Das wird ja nicht möglich sein. Und dieser Dauerstress schädigt dauerhaft das Selbstverständnis, schädigt dauerhaft Beziehung. Ja? Denn am Anfang steht der totale Vertrauensbruch. Die menschliche Beziehung, die Gemeinschaft taugt nicht mehr, weil diese Gemeinschaft schließt mich aus und tötet mich im Ernstfall. Tage, Wochen, Monate vergehen. Und es ist kein Ende des Leidens in Sicht. Elli und Hermann Jax ahnen, dass in den Lagern Furchtbares vor sich geht. Sie wollen ihre Töchter Ruth und Esther unbedingt davor beschützen. Die Kinder gelten als Halbjuden. Die Eltern erfahren vom sogenannten Arisierungsantrag. Sie wenden sich an einen Reichsbeamten. Der Herr Papenfuß hat meinen Eltern nahegelegt, sich zu trennen, damit sie den Arisierungsantrag für uns einreichen können. Der wurde nur entgegengenommen, wenn sie sich trennten. Aber diese Trennung haben die Nazis natürlich für sich beansprucht und haben die Ehe scheiden lassen. Das war für mich eine ganz schwere Zeit. Dass ich meinen Vati nicht mehr sehen konnte oder zu wenig sehen konnte. Ich habe immer nur alle 14 Tage mal hatten wir uns verabredet bei einem Onkel, dass wir uns da trafen. Zusätzlich zu allen Ängsten und Veränderungen müssen die Kinder im Dritten Reich auch die Bombenangriffe fürchten. Mit der Bombardierung der Städte hat sich für die Kinder vor allen Dingen verändert, dass sie erlebt haben, dass ihre Eltern nicht mehr Herr ihres Lebens waren. Also Eltern waren nicht selbstverständlich die Menschen, die einem Schutz gewähren, die für Sicherheit sorgen können, sondern Kinder haben den Kontrollverlust ihrer Eltern erleben müssen. Die Erinnerungen an den Bombenkrieg verfolgen viele Kinder von damals bis heute. Was ich am meisten erinnere, ist der Geruch. Der Geruch von Schutt und von Verbranntem. Und ich erinnere mich aber sehr genau, wenn es hieß, ab in den Keller. Ne? Es gab ja dieses berühmte Signal, wenn ein Angriff war, dann mussten wir in den Keller.
Und da saßen wir dann, die Erwachsenen und die Kinder. Und so in meinem Gefühl im Moment war das so, wir hielten uns aneinander fest. Die Erwachsenen hielten sich an uns fest und wir an den Erwachsenen, weil die Angst war natürlich riesengroß. Und da lief man immer hoch und guckte, was nun wieder weg war. Und bei manchen Häusern war ja dann die Front weg, da sah man auch noch Möbel dahinter stehen und so. Und alle fragten immer, hat es jemanden getroffen? Also ist jemand getroffen worden von den Bomben? Monika Jetter kommt 1940 in Berlin zur Welt. Vor allem die Routine bei Alarm ist ihr im Gedächtnis geblieben. Und wenn dann Entwarnung war, dann ging man hochgucken, was wieder passiert war. Ne? Und am Anfang war es ja nicht so viel, aber dann kamen die Angriffe ja immer häufiger. Und man war auch gar nicht mehr sicher, wenn man wieder in seine Wohnung konnte. Weil man wusste ja nicht, wann der nächste Alarm war. Man saß quasi immer auf dem Feuerstuhl. So, das erinnere ich doch ziemlich genau. Die Angriffe der alliierten Bomber häufen sich. Und damit nehmen auch die Zerstörungen in den deutschen Städten dramatisch zu. Sobald das gewohnte Geräusch der Sirene ertönt, wird es gefährlich auf den Straßen. Und sofort muss der nächste Luftschutzkeller aufgesucht werden. Der Bombenalarm gehört bald zum Alltag. Und für viele Kinder ist es nichts weiter als ein großes Abenteuer. Die tatsächliche Lebensgefahr nehmen sie oft nicht wahr. Das haben wir gar nicht so ernst genommen. Wenn dann die ersten Flugzeuge kamen, wir sind gar nicht runtergegangen in den Keller, wir haben draußen geguckt. Das war so schön, wenn die Flakscheinwerfer so kreuzweise die in den Himmel absuchten. Riesige, lange Lichtstrahlen waren das. Und die ganzen Großstädte waren ja eingebettet, wenn man ringt von Flakstellung und Scheinwerferstellung. Es ist ein Spiel. Die Kinder warten gespannt ab, was als nächstes am Himmel passiert. Günter Lux betrachtet das Spektakel allerdings mit gemischten Gefühlen. Wenn denn die mal so ein Flugzeug erwischt hatten, das kam auch vor, dann schoss die Flak da hoch. Und meistens haben sie den auch erwischt. Also wenn die dann ein Scheinwerfer, dann haben 4, 5, 6 Scheinwerfer, dann war der in den Lichtkegel, der konnte machen, was er wollte. Er wurde abgeschossen und dann haben meine Freunde gesagt, prima, und ich hatte Mitleid. Und zwar habe ich mir gesagt, oh Gott, da sitzen ja welche drin. Und was ist denn, wenn das denn so abbrach, der Flügel von Flugzeug und runter fiel und purzelte. Und die Scheinwerfer haben das immer beleuchtet. Dann war ich immer froh, wenn ich so kleine Fallschirme sah. Manchmal hatten sich einige Piloten wohl retten können. Und die gingen dann mit dem Fallschirm runter zu Boden. Es gab bei uns Kinder, die haben gesagt, die muss man abknallen. Und dann habe ich gedacht, nee, das haben wir nicht. Und das konnte ich aber auch nicht sagen. Ne? Und ich war mal froh, wenn die dann aus diesem Scheinwerferkegel rauskamen und wohl irgendwo gelandet sind. Dass es um Menschenleben geht, wird den meisten Kindern gar nicht bewusst. Auf dem Abenteuerspielplatz gibt es nun ein Flugzeugwrack mehr. Und nächsten Tag sind wir losgegangen, haben den Granatsplitter gesammelt. Die haben wir dann getauscht gegenseitig. Und wenn dann ein Granatsplitter auch so einen kleinen Führungsring hatte, dann war er 5 andere wert. Und wenn man sogar einen Leichtmetall-Bombensplitter fand, die kannten wir dann auch schon, dann kriegte man 10 andere Stücke dafür. Und der Umtauschwert, der sank nachher. Da haben wir das nicht mehr gemacht. Und alles wird noch schlimmer kommen. Der Krieg ist noch lange nicht.